Ja, die Basis Österreich beraten wir weiterhin gerne. Da haben wir jetzt ja schon viele, viele tolle Gespräche geführt und die scheinen sich auch der Gemeinwohlwirtschaft zu öffnen, scheinen auch sich da positiv zu entwickeln. Auch die Partei des Gemeinwohls scheint jetzt auch sozusagen hier ihre Gründung in Kürze zu machen. Und ja, und da ist jetzt auch Folgendes, dass hier jetzt auch gleich die Gesundheitsreform relativ schnell hier kommt, gleich als Beispiel dafür, dass man sich unter Gemeinwohlwirtschaft auch was Praktisches vorstellen kann. Ja. Ja, und leider hat eben letztendlich die Basis, die hat so viele Fehler gemacht, bleibt einerseits bei ihrem verschwörungstheoretischen Irrtum, überall Verbrecher zu widmen, anstatt dass wir haben ihr ja geraten, im Termin 12 Corona-Ausschuss, zweite Hälfte ab 1:47:22, eben sich sozusagen letztendlich auf die Fehlanreize im System zu konzentrieren und mit Gemeinwohlwirtschaft sozusagen die richtige Lösung zu praktizieren. Sie sehen es auch hier, ist jetzt jede Spur, Hinweis auf die Basis ist jetzt verschwunden aus unserer Homepage, weil die Basis auch tatsächlich es schon geschafft hat, bei der Großteil der Bevölkerung sich schon eine Art aussätzigen Status zu verschaffen. Eben einerseits darüber, dass sie an dem verschwörungstheoretischen Irrtum festhält, dass sie sich an unbrauchbaren politischen Systemen festhält. Also hier schauen wir es uns nochmal an oder schauen wir es uns besser hier an. Hier haben wir nochmal die besseren Bilder. Ja, also hier die Basis Deutschland klammert sich noch an solche Konzepte und solche Konzepte, also brutalste Marktwirtschaft und vollzieht den Wechsel von der Marktwirtschaft oder von der pseudokommunistischen Wirtschaft zur Gemeinwohlwirtschaft immer noch nicht und damit ist sie sozusagen schlecht von den Reformen her. Und jetzt hat Dr. Wodak nochmal in einer neuen Talkgespräch nochmal das völlig unbrauchbare Konzept der Regionalbudgets zur Diskussion gestellt oder angesprochen. Und dabei ist ein riesen Denkfehler drin, denn diese Regionalbudgets können zu unzähligen Selbstmorden, zum Beispiel von psychiatrischen Patienten führen, zu einer generellen Unterversorgung. Denn als erstes, wenn man über Regionalbudgets und Budgetierungsmodelle nachdenkt, muss man als erstes sagen, wie installiert man sozusagen Anreize dafür, dass es nicht zu einer Unterversorgung der Patienten kommt, weil die Budgets funktionieren ja im Prinzip so. Ich versuche mal ein Bild zu finden, was vielleicht dazu passt. Die Budgets funktionieren ja im Prinzip so, dass hier sozusagen Regionalbudgets, dass die Ärzte der Region quasi für diese Patienten einen bestimmten Betrag bekommen, ein Budget, aus dem sie heraus auch die sehr teuren Krankenhausaufenthalte bezahlen müssen und dadurch bemühen sie sich theoretisch darum, sehr stark präventiv zu wirken und Krankheiten zu verhindern, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machen könnten. So weit, so gut. Aber was ist damit, dass eventuell die Ärzte zum Beispiel notwendige Krankenhausaufenthalte für selbstmordgefährdete Personen, denen diese Krankenhausaufenthalte ausreden, und sie nicht einweisen in solche Schutzkrankenhäuser,
nur um das Geld zu sparen, um das Geld in der eigenen Kasse zu behalten und nicht Geld zu verlieren an Krankenhäuser und so weiter. Ja, das heißt also, wir haben, als wir solche Budgetierungsmodelle entwickelt haben, selbstverständlich als wichtigsten Punkt drin gehabt, die Strafzahlung für den vorzeitigen Tod der Patienten. Das müsste also quasi, wenn man über Regionalbudgets redet, müsste man als allererstes darüber reden, welche Strafzahlungen, welche Strafkonsequenzen werden wirksam bei Unterversorgung, bei Selbstmord der Patienten, bei Versterben der Patienten aufgrund von Unterversorgung durch Krankenhausaufenthalte und so weiter. Und davon hat Dr. Wodak nichts gesagt. Er propagiert da also ein Gesundheitsreformkonzept, das für mich tödlich sein könnte oder für Menschen generell tödlich sein könnte. Und mit solchen Fehlern, weil das eben keine durchdachte gemeinwohlwirtschaftliche Konzeption eines Gesundheitssystems ist, damit ruiniert er aus meiner Sicht auch weiterhin das Image der Partei mit solchen nicht durchdachten Konzepten. Ja, ja und von daher, also wir beraten weiterhin die Österreicher, die da viel aufgeweckter zu sein scheinen als die deutsche Partei. Und wie gesagt, ich rechne ja sowieso mit 0,3 bis 3% für die Basis Deutschland maximal. Ich werde sie wohl noch wählen, weil die PDG noch nicht so weit ist, die Partei des Gemeinwohls noch nicht so weit ist. Ja, und ja, das war's. Also, tschüssi, bis bald. Das war unser Abschied. Natürlich kann sich die Basis jederzeit bei uns melden, aber wir haben sie erstmal aus unserer Homepage rausgeschmissen. Und ja, wir haben wenig Hoffnung, dass diese Partei ihrer Selbstzerstörung entgehen wird. Tschüssi, bis bald.